Die Berufsinformationsmesse Die Zukunft beginnt heute fand bereits zum 9. Mal im Bezirk Reinickendorf statt. Am 15. Juni eröffnete hier im Fontanehaus Richard Palm und Bezirksstadtrat Tobias Dollase die Messe mit einem Grußwort. Herzlich willkommen bei der Berufsorientierungsmesse in Reinickendorf, die heute zum 9. Mal stattfindet. Wir freuen uns sehr, dass diese Messe diesmal, obwohl wir in den Juni gegangen sind, wieder großen Zulauf hat. Dass die jugendlichen Schülerinnen und Schüler sich frühzeitig damit beschäftigen, welchen Weg sie beruflich gehen, mit Firmen, mit den Unternehmen, ohne jegliche Praktika, Stimmangebote und zu wissen, wo ihre Stärken liegen. Und diese Möglichkeit gibt es hier, wie ich sehr begrüße, unterschiedliche Firmen, die sich präsentieren und wo ich ermutige, Fragen zu stellen. Die Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse sowie Eltern und Lehrer erschienen zahlreich, um sich über die Ausbildungsangebote der Firmen und Unternehmen zu informieren. Wenn man noch nicht weiß, was man machen will, dann kann man sich informieren und dann weiß man vielleicht, was man später machen will. Mediengestalter, IT-System-Elektroniker. Sehr informativ, finde ich. Ich würde gerne Informatik studieren. ADAC hat tolle Angebote, finde ich. Kfz-Mechatroniker. Pflege, Krankenschwester. Was Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten. Lehrer. Im Bezirksamt. Hier gibt es ein Buch, da steht drin, was für Fragen rankommt. Und was man studieren muss und sowas. Und Flyer. Und Süßigkeiten. Auch die Gäste einer Willkommensklasse haben ihre beruflichen Vorlieben. Polizist. Ich möchte also in einer Apothekerin werden. Wissensdurstig und mit regem Interesse zeigten die Schüler keine Berührungsängste. Auch die teilnehmenden Firmen wissen die Berufsinformationsmesse zu schätzen. Ich denke, hier treffen sich einfach viele, viele junge Menschen allen Artes auf einen Haufen und jeder weiß ja irgendwo, was er machen möchte. Und ich sage, hier sind ja alle vertreten. Man kommt bei mir vorbei, man sieht, Mensch, das ist das, was ich suche. Ein anderer sagt, Gott, nein, er möchte lieber ja, Erzieher oder in der Pädagogik oder weiß irgendwas werden. Aber das ist einfach sehr schön. Hier trifft man alle und man kann denen ja auch schon Ratschläge geben oder auch Tipps geben, was eigentlich auf sie mal zukommt. Also generell ist Ausbildung wichtig, dass man einfach einen Berufsabschluss hat. Und gerade hier in Deutschland ist es einfach wichtig, sage ich mal, um später auch beruflich weiter voranzukommen. Ohne Abschluss ist es schwierig, eine Fachkräftesicherung in Deutschland herzustellen. Man kann natürlich nach der Schule ein Studium beginnen, aber welche Möglichkeiten eine Ausbildung auch bietet, ist leider den wenigen bewusst. Und deswegen möchten wir hier auch Aufklärung leisten. Mitarbeiterinnen der teilnehmenden Firmen können uns zum Ausbildungsangebot mehr berichten. Bei der Brotmeisterei Steinicke ist natürlich logisch im Verkauf, suchen wir Azubis, die offen zu den Menschen zugehen. Wir können natürlich auch in der Produktion, ne, die Bäckerei sucht immer kräftige Hände. Brotmeisterei Steinicke hat eine ganz, ganz tolle Ausbildung, das muss ich wirklich sagen. Die Azubis werden rund um die Uhr betreut. Die Azubis machen bei uns super Fahrten, die machen Treffen. Wir haben extra Azubi-Filialen, wo eben viele Azubis zusammenarbeiten, die sich austauschen können. Also denke ich, das ist gerade das, was die Brotmeisterei ausmacht. Wir bieten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg 5 verschiedene Ausbildungsberufe an. Wir haben 2 kaufmännische Ausbildungsberufe und 3 technische. Wir bieten einmal an die Kaufleute für Büromanagement, die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, dann unsere technischen Ausbildungsberufe, das sind die Mediengestalter Bild und Ton, die Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und die IT-Systemelektroniker. Durch das praktische Ausprobieren an den Messeständen konnten die zukünftigen Azubis bereits auf Tuchfühlung mit ihrem Lieblingsberuf gehen. Denn feststeht, dass durch attraktive Angebote der Unternehmen das in
Interesse bei den Jugendlichen für verschiedene Berufe geweckt und einem drohenden Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann.